Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse und auch für die Einladung. Es war natürlich auch eine Herausforderung, hier im Nuoviso-Studio in Leipzig einen professionell gefilmten Vortrag zu geben. So habe ich mir natürlich auch überlegt, worüber will ich sprechen an diesem doch ein ganz besonderen Moment. Was ist die Botschaft, die ich hier filmen lassen möchte? Ein philosophisches Thema, ein weltpolitisches Thema. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte heute ein Thema aufgreifen, das sehr griffig ist und sehr weitreichend ist und auch sehr revolutionär ist natürlich. Die Frage Evolution war alles ganz anders, eine kritische Betrachtung einer materialistischen Theorie, was diese Theorie ja ist, obwohl sich viele dessen schon gar nicht mehr bewusst sind, und neue Perspektiven. Wirklich so eine Art ein programmatischer Vortrag, wo das Thema aufgegriffen wird, dass hier überhaupt kritische Gedanken vorhanden sind. Denn die kritischen Gedanken werden heute fast nur noch von kreationistischer Seite geäußert und die werden ja gar nicht angehört. Weil von kreationistischer Seite die aktivsten sind natürlich die Jung-Erde-Kreationisten mit Adam und Eva und die Welt 7000 Jahre alt. Da lachen wir darüber, aber die haben auch ihre guten Argumente. Ich habe denen viel zugehört. Sind alles intelligente Menschen mit Professor-Doktortitel und die haben einfach ein anderes Paradigma. Und wenn ich am Anfang schon ein bisschen polemisch sein darf, diese Theorie ist nicht lächerlicher als die darwinistische. Wir lachen über die, aber wir werden heute aber über die andere Theorie lachen. Aber nur das Lachen ist nicht so ganz befreit, weil wir uns vorstellen müssen, dass andere, alle quasi, die ganze Intelligenzia in der akademischen Welt daran glauben. Ich persönlich bin überzeugt, dass diese Theorie falsch ist, weil sie auf einem materialistischen Weltbild aufbaut und das materialistische Weltbild dem Phänomen des Lebens und des Kosmos in keiner Weise gerecht werden kann. Aber ich werde das heute nicht philosophisch angehen. Da haben wir heute mehrere auch philosophische Gespräche gehabt und das Thema auch vertieft, auch mit der Frage, wenn nicht so wie Darwin es sagt oder wie die heutige Evolutionstheorie es sagt, ja wie dann? Das werde ich heute eigentlich nur konzeptuell schnell sagen, in welchem größten Zusammenhang das gestellt werden soll. Heute geht es mir wirklich mal konsequent und auch ein bisschen detailliert um die Kritik an dieser Theorie, um zu zeigen, es ist eigentlich durchaus berechtigt, da Fragen zu stellen. Eben hinsichtlich der Wissenschaften und der Religionen wird heute der Ruf nach einem radikalen Bewusstseinswandel lauter. Klar, es kann nicht mehr so weitergehen. Es muss was ändern. Und nicht nur ein bisschen politisch schönredend an dem Schräubchen drehen, sondern wir müssen da wirklich grundlegend was ändern. Und zwar beim Bewusstsein. Und zwar ein radikaler Bewusstseinswandel. Radikal im wörtlichen Sinn vom lateinischen Wort radix, die Wurzel. Also radikal bedeutet bis zur Wurzel eines Problems vorgehen und sich nicht mit oberflächlichen Lösungen und oberflächlichen Analysen zufrieden geben, sondern wirklich in die Tiefe gehen, bis zur Wurzel des Problems. Also eine Wurzelbehandlung. Und wenn eine Wurzelbehandlung nötig ist, kann der Zahnarzt auch nichts dafür. Da ist der Zahn faul, bis in die Wurzel. Gut, das Beste ist, dann muss er halt ganz raus, keine toten Zähne im Mund. Aber jetzt einfach mal im Beispiel Wurzelbehandlung, da kann man dem Zahnarzt auch nicht vorwerfen, sind Sie aber radikal. Ja, okay, er ist radikal, aber nicht extrem. Sondern es ist einfach halt die notwendige Lösung. Und heute ist wirklich vieles bis in die Wurzel faul. Politisch, wirtschaftlich und so weiter. Aber eben, es hängt mit einem Bewusstsein zusammen. Und deswegen, wenn wir einen Wandel in der Welt wollen, brauchen wir grundlegend einen Bewusstseinswandel. Und mit dem Thema der Evolutionstheorie sind wir natürlich mitten in der Wissenschaft. Und da hängt sehr viel mehr dran, als wir ahnen. Deswegen also ein radikaler Bewusstseinswandel, überall auch ein radikales Umdenken in der Frage nach den Ursprüngen und Anfängen des Menschen. Denn gerade in der Betrachtung der Anfänge des Menschen und des Phänomens Leben allgemein, macht die heutige Wissenschaft grundlegende Fehler, weil sie von einem materialistischen Weltbild ausgeht und die höheren Dimensionen des Kosmos ausblendet, per Dogma. Echte Wissenschaft
würde nicht von vornherein sagen, es gibt keine höheren Dimensionen, Nahtoderfahrungen sind nur Halluzinationen, alle Mysterienschulen spinnen und so weiter, sondern da würde man das offen lassen. Man würde sich nicht von vornherein a priori auf ein ganz bestimmtes Weltbild einschießen und dann alles so drehen, dass es dem eigenen Weltbild entspricht. Das ist nicht Wissenschaft, das ist Ideologie. Und wir sehen, die Wissenschaft ist heute vieler Hinsicht, so wie sie heute betrieben wird, ideologisch vereinnahmt. Ich werde dazu auch noch Zitate bringen, wo wir erstaunen, dass einige sich dessen auch bewusst sind. Eben, sie machten grundlegende Fehler am Anfang der Rechnung, weil sie von einem materialistischen Weltbild ausgeht und die höheren Dimensionen des Kosmos ausblendet. Und wenn wir am Anfang einer Rechnung einen Fehler machen, wird sich der Fehler vergrößern, selbst wenn man danach richtig weiterrechnet. Das ist das Problem der heutigen Biologen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin überzeugt, dass meine Kritik stimmt, sonst würde ich ja nicht mich dafür einsetzen. So, aber das ist das Problem der heutigen Biologen. Sie rechnen richtig. Die rechnen alle Molekularbiologen und Genetiker, die rechnen alle richtig. Aber merken nicht, sind sie nicht bewusst, dass am Anfang der Fehler, dass da schon längst ein Fehler gemacht wurde am Anfang der Rechnung. Und sie rechnen richtig weiter mit der Logik, ich rechne richtig, also muss mein Ergebnis richtig sein. Das würde nur stimmen, wenn am Anfang nicht ein Fehler drin wäre. Und den hat man schon längst geerbt. Über 2, 3, 4 akademische Generationen hinweg hat man ein materialistisches Weltbild übernommen, wo man schon gar nicht mehr weiß, dass man hier eigentlich ein Weltbild, ein Glaubenssystem übernimmt. Und dass man die ganze Wissenschaft, die ganzen Interpretationen, vor allem über diese entscheidenden Fragen, auf einem materialistischen Weltbild aufbaut. Und was dabei herauskommt, eben wird nicht wirklich dem Leben gerecht. Deswegen radikales Umdenken, gerade hier. Warum? Das möchte ich anschauen. Und die Verheißung ist nichts Geringeres als ein bahnbrechende neue Erkenntnisse. Bahnbrechend im Sinn von über die Materie und den Materialismus hinaus. Es gibt mehr als nur das physikalische Universum. Und das ist ja nicht irgendeine verrückte neue Theorie, sondern das ist das Urwissen der Menschheit. Alle Religionen, alle Mystiker sagen in der Essenz, jetzt unabhängig von ideologischen und dogmatischen Ausuferungen dann hinterher, aber in der Essenz sind sie sich alle einig und die meisten Menschen sind sich auch intuitiv darüber bewusst, dass dem so ist. Also das ist nicht jetzt etwas völlig Neues, aber es ist Urwissen, neu formuliert, aber hier geht es mir vor allem aus dieser Perspektive mal einfach schauen, was sagt die Theorie und ist sie wirklich so bewiesen, wie uns immer gesagt wird. Die Frage ist sehr wichtig, denn es geht darum, was ist der Mensch? Und diese Frage ist sehr wichtig. Ist ein zentraler Themenbereich des akademischen Philosophiestudiums, die philosophische Anthropologie, die heute natürlich darwinistisch geprägt ist. Eben, Immanuel Kant hat bereits programmatisch geschrieben, dass all unsere Ansichten über Metaphysik, Moral und Religion davon abhängen, wie wir uns als Menschen sehen und definieren. Das ist ein berühmtes Zitat von Immanuel Kant. Ich schätze so 1780, so hat er das geschrieben, also sowas zur Zeit von Schiller und Goethe. Gut, Schiller war dann noch relativ jung. So, das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung lässt sich auf folgende Fragen bringen. Erstens, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Hat man schon gehört, diese vier grundlegenden Fragen. Das ist dieses Zitat von Immanuel Kant. Die erste Frage beantwortet die Metaphysik. Was kann ich wissen? Die zweite die Moral. Die dritte die Religion. Und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen. So wie wir anthropologischen Menschen definieren, beantworten wir dann diese Fragen. Deswegen ist diese Frage sehr zentral. Was ist der Mensch? Diese Frage gilt heute natürlich geklärt. Wissenschaftlich, biologisch gesehen ist das heute geklärt, unbestritten an den Hochschulen. Der erste, der das ausformuliert hat, ist Charles Darwin, 1859 in seinem Buch Origin of Species und dann The Descent of Man, 1871, wo er dann ganz klar den Menschen eigentlich als
ins Tierreich einordnet. Nichts dagegen, ich werde jetzt nicht beleidigt, mich ins Tierreich einzuordnen. Wir lieben die Tiere so sehr, dass wir sie nicht mal töten und fressen, also, und respektieren. Also wir respektieren sie, also das ist nicht das Problem. Es geht hier nicht um eine Kränkung des Menschen, sondern um eine Wahrheitssuche. Denn okay, wir sind mutierte Trockennasenaffen, um es genau zu haben. Okay, wo kommen die? Das sind Primaten. Woher kommen die Primaten? Ja, sind Säugetiere. Okay, woher kommen die Säugetiere? Ja, von den Reptilien. Woher kommen die Reptilien? Ja, von Amphibien. Und Amphibien? Ja, von Fischen. Ja, von den Einzellen. Wo kommen die Einzellen? Ja, zufällig aus Materie. Also man sieht da, da sind ganz viele Glaubenssprünge, wo man rückgreifende Schlussfolgerungen postuliert, alle ausgehend von der Theorie. Es ist nicht bewiesen. Man sagt, die Theorie stimmt, also muss es so gewesen sein. Ja, und das ist eine Theorie auf der Grundlage eines materialistischen Weltbildes. Dass alles höherdimensionale, übernatürliche, als nicht materielle ausschließt. Ich gehe da noch näher drauf ein. Historisch kann man das natürlich begreifen. Damals, zu Darwins Zeit, 1850, 70, so der Größenordnung, war natürlich die Kirche sehr dominant und hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr unter Todesstrafe das Denken verboten, mit Scheiterhaufen und dergleichen für die Ketzer. So waren die Geister frei genug, kritisch zu denken, und man wollte sich von der Bevormundung durch Fundamentalismus und dergleichen trennen. Und deswegen ist es klar in der menschlichen, also in der Welt der Dualität, dass es vom einen Extrem ins andere ausschlägt. Das andere Extrem war die Gegenbewegung, der Materialismus. Man wollte, und Rationalismus, wir akzeptieren nichts, aus was wir beweisen können, und beweisen können wir nur das Materielle. Deswegen ist nur Materie Realität, und deswegen wollen wir alles nur materiell erklären. Und in der Biologie ist das natürlich das, was wir heute Darwinismus nennen, oder Neodarwinismus mit der Genetik, die hinzugekommen ist. Und das ist nur natürlich, das war ein wichtiger Befreiungsschlag. Aber, um Himmels Willen, nicht hier stehen bleiben. Wie beim Pendel, hier loslassen, dann, da sollst du nicht hier oben schweben bleiben, sondern man muss über beide Einseitigkeiten hinausgehen. Ich nenne das den radikalen Mittelweg. Die Überwindung von Atheismus und Monotheismus. Atheismus, hier vor allem der Materialismus, und auch Monotheismus. Monotheismus im Sinn von Religionen mit Monopolansprüchen. Mono. Monopol, Monotheismus. Die Alternative ist nicht der Polytheismus oder der Atheismus, wie viele heute sagen. Die berühmtesten Darwinisten der heutigen Zeit, Richard Dawkins, also er vor allem angefangen mit ihm, das sind Darwinisten und auch ganz klare Atheisten. Und das ist, man kann das begreifen natürlich. Wenn man sieht, was heute im Namen von Religion läuft, dann sagt man also, ich hatte auch meine Phase mit 13. Also man muss auch nicht dort stehen bleiben, Herr Dawkins, aber das habe ich auch durchgemacht, wo ich gesagt habe, lieber kein Gott als so ein Gott. Das ist nicht ein überzeugter Atheismus, aber mal ein relativierter Atheismus. Ja. Einfach lieber kein Gott als so ein Gott, was da alles im Namen dieses Gottes gemacht wird, auf so einen Gott verzichte ich gerne. Ja. Aber da gehört ja noch mehr dazu, als was die Menschen heute landläufig eben mit ihren Monopolansprüchen und Machtansprüchen tun. So, der radikale Mittelweg ist, ich nenne ihn einfach jetzt philosophisch kurz, Theismus. Nicht Monotheismus, das Mono können wir uns sparen, auch nicht Atheismus, auch nicht Polytheismus, auch nicht Pantheismus, sondern einfach Theismus. Ich nenne es einen vernünftigen Gottglauben. Das ist schon mal beruhigend. Ja. Und natürlich dann, wenn wir Materialismus, Atheismus überwinden, müssen wir auch das hinterfragen. Stammt der Mensch von den Tieren ab? Und worum es geht, ist eine Wissenschaft jenseits von Materialismus, Darwinismus und Kreationismus. Also nicht eine Synthese von beiden, sondern das, was über beide hinausgeht. Ja, und das ist jetzt nicht so sehr, diese neue Wissenschaft ist jetzt nicht so sehr das Thema heute Abend, sondern einfach mal die markante, prägnante Kritik an dieser Theorie, die auch überall geglaubt wird.
Man könnte sagen, ja, 1000, 100.000 Professoren können sich doch nicht irren. Wer bist du? Sage ich, ja, natürlich kann man sich irren, wenn alle an dasselbe glauben. Sie glauben alle an dasselbe Weltbild. Und wenn das Weltbild nicht stimmt, ja, dann haben sie alle einen Fehler am Anfang der Rechnung. Und ich diskutiere heute ja nicht über Molekularbiologie und Genetik und Polymere und weiß nicht was, da kann ich nicht mitreden. Aber ich rede als Philosoph. Und die Philosophen sind ein bisschen wie die Polizisten, die erinnern die Menschen daran, Achtung, wir alle glauben etwas. Auch die Wissenschaftler sagen, wir glauben nicht, nur die Esoteriker glauben, wir glauben nicht, wir wissen. Das ist eine erstaunliche Illusion. Zu meinen, sie würden nicht glauben. Der Philosoph kann sagen, spätestens seit Immanuel Kant wissen wir das, dass jeder Interpretation eine a priori Annahme vorausgeht. Heißt ganz einfach, wir interpretieren mit einem Weltbild. Und das Weltbild, das Annehmen eines Weltbildes, dem sagt man Glaube. Also wenn ich sage, ich verschreibe mich dem Materialismus und will alles nur materiell erklären, dann ist das legitim, darf man. Aber man müsste ehrlich sein und sagen, das ist mein Glaube. Ich glaube, dass es nur Materie gibt und ich glaube, dass es nichts anderes gibt und ich glaube, dass man damit alles erklären kann. Und jetzt legen wir los. Jetzt schauen wir mal, wie das klingt. Wenn man nur mit materiellen Dingen das Leben erklären will, biologisch. Eben die Grundaussage der materialistischen Wissenschaft ist, jetzt in der Frage auf die Entstehung des Kosmos, des ganzen Universums und der Lebewesen hier auf der Erde, ist das Ergebnis zufälliger und ungesteuerter physikalischer und chemischer Prozesse. Und physikalische und chemische Prozesse genügen, um alles zu erklären. Den Kosmos und die Lebewesen und den Mensch und das Bewusstsein und die Emotionen und so weiter können wir alles chemisch, physikalisch erklären, neurologisch, das ist aber ein Aspekt der Biochemie und dergleichen. Bewusstsein entsteht im Gehirn und so weiter. So kann man das alles erklären. Und es ist ganz wichtig, zufällig und ungesteuert. Es kann keine Steuerung geben, denn sonst gäbe es eine Steuerung außerhalb der Materie. Und Steuerung würde bedeuten Ursache und Wirkung, Kausalität und Finalität. Das Ganze läuft auf was hinaus. Das würde heißen, da gibt es eine höhere Intelligenz. Und entspreche ich dieser Steuerung, dieser Zielsetzung der Schöpfung oder nicht? Entspreche ich der Schöpfungsordnung oder nicht? Dann müsste ich mich ja unterordnen und so weiter. Das wollen wir nicht. Deswegen sind wir ganz verbissen, jetzt bin ich psychologisch, warum verschreibt man sich einem solchen Weltbild? Ich unterstelle da, das hat sehr viel mit Ego zu tun, mit abgespaltenem Ego. Wir wollen selber Gott sein, quasi. Und das sieht man ja heute, wie man Gott spielt. Stichwort Transhumanismus. Aber da will ich jetzt nicht weiter darauf hineingehen. Ja, eben also dieses Weltbild wird auf alles, was materiell existiert, angewendet. Und deswegen können wir eigentlich drei Arten von Evolution unterscheiden. Kosmische Evolution, das ist vom Urknall bis zur Entstehung der Erde. Feuerball und so, voll Lava und es blitzt und, ich weiß nicht, Donner, aber es blitzt und einfach so diese Ursuppe, so diese Urstimmung, wo es nur anorganische Materie gibt. Das ist die kosmische Evolution. Und dann die chemische Evolution von der anorganischen Materie bis zu den ersten Lebewesen. Bakterien und Einzeller. Und dann die biologische Evolution vom ersten Einzeller bis zur gesamten Vielfalt von Pflanzen und Tieren und zum Menschen. Das sind die drei Ebenen, die alle mit denselben materialistischen Prinzipien erklärt werden. Und vor allem beim dritten, da kommt der Darwinismus und die Evolutionstheorie dazu. Die Frage ist natürlich, was bedeutet Evolution? Das ist ein lateinisches Wort. Evolvere heißt aufrollen, wie eine Buchrolle. Das Aufrollen einer Buchrolle, das heißt Evolvere. Und Evolution, wörtlich und konkret, bedeutet die organische Entwicklung eines Körpers. Evolution ist zum Beispiel jetzt nicht darwinistisch, sondern nur vom Wort her, bedeutet von der befruchteten Einzelle bis zum Lebewesen. Nehmen wir jetzt mal den Mensch, aber es kann ein Huhn oder Ei oder was immer, oder auch Pflanze anschauen, aber Mensch, von dieser kleinen Zelle, über diese kleinen Förmchen, und dann wird es langsam größer, dann wird es geboren, einen großen Einschnitt, und dann geht die Evolution weiter, ein kleines Wesen, und das wächst dann relativ schnell, und am Schluss ist es alt und gebrechlich mit 100 Jahren oder so und stirbt. Wenn man da jetzt gleichzeitig
da ich als befruchtete Zelle und da so und so und so und so und so. Einfach, wenn man das gleichzeitig nebeneinander sieht, sieht man also, der 20-Jährige gleicht ihm, also an der Zelle hat man noch nicht gesehen, dass er eine Glatze haben wird. Und so, so und dergleichen. Also das sind da ganz verschiedene physische Formen, aber es ist eine organische Entwicklung und da sehen wir auf jeder Stufe, wir sehen überall, wie sich das entwickelt. Es ist eine organische Entwicklung, wo alles sich gleichzeitig entwickelt und sich aufrollt. Das ist Evolution im wörtlichen Sinn. Und dies, das sehen wir überall. Aber jetzt im darwinistischen Sinn wird das so übernommen, wie wenn wir dieselbe organische Linearität auch in der Entwicklung der Arten sehen würden. Darwinismus ist die Theorie, dass die gesamte Vielfalt von Pflanzen, Tieren und Menschen über eine Linie von Mutationen mit entsprechender Selektion und Adaption, eben Evolution, aus den ersten einzelligen Lebewesen hervorgegangen sei, die zufällig aus organischen Bausteinen entstanden seien. Wir werden das alles nochmal kurz streifen, aber mir geht es hier ganz grundlegend. Was ist das Grundargument gegen die Theorie? Ihre Hauptaussage. Schauen wir die Hauptaussage der Evolutionstheorie. Hier haben wir es. Eine ganz langsame, viele, viele kleine positive Mutationen, die jede für sich so geringfügig ist, dass man sie kaum sieht. Aber über Millionen von Jahren wird das so groß, dass am Schluss eine andere Art entsteht als vorher. Ich werde konkrete Beispiele zeigen. Also es ist wie ein Film. Sieht man ja auch wie bei einem Film, also in der alten Zeit noch mit der Rolle, hat man ganz viele Fotos hintereinander, weiß nicht, 30 pro Sekunde oder so, was immer. Und wenn du die einzelnen Fotos vergleichst auf der Filmrolle, hast du kaum Unterschiede. Finden Sie den Unterschied zwischen diesen zwei nebeneinander liegenden Fotos? Man merkt praktisch nichts. Aber wenn du viele Fotos hast, am Schluss hast du eine andere Szene. Und genauso eigentlich, oder wie das Daumenkino, kennt man? So, oder? Genau so entwickelt sich das. Ja, stimmt das? Dann sage ich, ja, schön, das ist die Theorie. Das ist die Zentralaussage der Evolutionstheorie durch eine langsame Akkumulierung von Mutationen über weiß nicht wie viel Zeit, ist es auch egal jetzt, entsteht diese Änderung. Meine grundlegende Frage ist, ist es möglich? Schauen wir doch die heute existierenden Tierformen an. Bleiben wir jetzt mal bei den Tieren, Pflanzen wäre auch spannend, aber ein bisschen komplizierter. Die Botanik hat es in sich. Aber bei den Tieren ist es jetzt offensichtlich. Zum Beispiel das hier. Hier sehen wir also, da gibt es den Urinsektenfresser. Das war so das erste Säugetier, das man gefunden hat, so rattenartiges Tier. Das ist so das erste Tier, das gerade sich von den Reptilien abgespalten hat. Das ist mindestens das Älteste, was wir finden. Und aus diesem Ursäugetier entsteht die ganze Vielfalt von Säugetieren. Also Klakentiere, Schuppentiere, Beuteltiere. Kängurus sind Säugetiere. Sind zwar Beuteltiere, aber Beuteltiere ist eine Unterkategorie von Säugetieren. Die gelten als Säugetiere. Gürteltiere, Nagetiere. Ja, das könnte man noch glauben, dass die Mäuse vom Urratte abstammen. So, das macht noch irgendwie Sinn. Wale. Oh, wie bitte? Natürlich gibt es ganz viele Zwischenstufen. Aber alles über Mutationen, Raubtiere, Fledermäuse, die werden wir Insekten fressen, Affen, Hasenartige, Paarhufer, Unpaarhufer, Erdferkel, Rüsteltiere, aus dem entsteht ein Elefant, Seekühe, alles durch zufällige Mutationen der ersten zufällig entstandenen Säugetiere. Jetzt nehmen wir einfach mal ganz konkret die Fledermaus. Und jetzt prüfen wir die Theorie aufs Exempel. Ich habe das noch jedem Evolutionstheoretiker gesagt, spulen wir doch bitte den Film zurück. Sie behaupten, das ist das Endprodukt eines Filmes. Von einem Tier, das keinem Fledermaus war, einem mausartiges Tierchen offensichtlich, das noch keine Flügel hatte. Also jetzt beginnt das Tierchen zu mutieren. Wie? Jetzt, wir können von hier mal zurückgehen. Wenn wir ein bisschen zurück, ein paar Fotos zurück, im theoretischen Evolutionsfilm, da sieht er noch aus wie eine Fledermaus, ein bisschen größer vielleicht, oder kleiner wahrscheinlich. Aber jetzt gehen wir so weit zurück, ein paar Prozente oder ein paar genügend Fotos zurück, wo wir das erste Tier haben, das noch keine fertige Fledermaus ist. Wie müsste das Tier aussehen? Eine nicht fertige Fledermaus, aber eine Fast-Fledermaus. Funktionieren die Flügel vielleicht noch nicht ganz?
Das Echolot-Gehirn ist, das Echolot-Gehör ist vielleicht noch nicht ganz fertig. Die 99 oder 98% Fledermaus wäre zu 100% lebensunfähig. Die knallt uns in die Wand, die kann nicht richtig fliegen, die wird von den Raubvögeln gefressen, weil die nicht fliegen kann. Die Augen nur, also sobald wir hier diese Form verlassen, kommen wir in eine unmögliche Vorform. Und ich habe ihnen gesagt, zeigen Sie mir die Vorform. Ich will keine Fossilien. Ich brauche keine Fossilien, nur theoretisch. Zeigen Sie es mir theoretisch. Als Karikatur oder als Skizze. Wie müsste das Tierchen aussehen? Eine nicht ganz fertige Fledermaus. Oder gehen wir ganz am Anfang vom Film. Da haben wir das Tierchen, das 50 Jahre, 50 Millionen Jahre vorher, da geben wir doch schön großzügig genug Zeit. Und jetzt haben wir eine Maus und die beginnt zu mutieren. Die weiß nicht, dass sie eine große Zukunft hat, sie wird am Schluss Fledermaus sein. Das wissen die damals noch nicht, sie wird die auch nicht miterleben. So, also da gehen die Mutationen los. Am Anfang merkt man vielleicht gar nichts. Aber nach 1 Million Jahre oder so, wir wissen, das sind die Finger. Also damit wir am Schluss eine Fledermaus haben, müssen die Finger ein bisschen länger werden und dünner. Und da gibt es langsam Häutchen dazwischen. Und die Ohren müssen auch mutieren, auch die Augen sind nicht mehr so wie vorher. Meine, diese arme Kreatur fällt sofort der natürlichen Selektion zum Opfer. Die ist unfähig. Die kann nicht mehr rennen mit den komischen dünnen Fingern, aber kann auch nicht fliegen. Das würde die Evolutionstheorie postulieren. Ich nehme sie beim Wort. Zeigen Sie mir, weil das ist die zentrale Aussage, das ist nicht eine Spitzfindigkeit von mir, das ist Ihre zentrale Aussage, wie sie behauptet, dass die Vielfalt der Arten entstanden sei. Und wenn wir zurückgehen, die ältesten Fledermäuse, die wir finden, sehen aus wie Fledermäuse. Das ist eben gemein für die Theorie. Es gibt keine Vorstufen. Die ältesten Fledermausfossilien sehen aus wie Fledermäuse. Gut zugenommen, es gibt ausgestorbene Fledermäuse, aber es waren Fledermäuse. Und hier zitiere ich von Wikipedia. Im Gegensatz zu anderen schwierig einzuordnenden Säugetiertaxa, etwa den Walen, liefert der Fossilbefund bisher keinerlei Hinweis auf Übergangsformen bei den Fledermäusen. Folglich sind die Bedingungen, die zur Evolution des Schlagflugs bei Fledermäusen führten, unklar. Es ist unklar, wie da die Flügel entstanden sind. Ja, das würde ich auch sagen. Also unklar ist es nicht. Die logische Erklärung ist, es hat nicht so stattgefunden, ist gar nicht möglich. Und es ist bis jetzt noch jeder Darwinist und Evolutionstheoretiker und Evolutionsgläubige die Antwort schuldig geblieben. Zeigen Sie mir den Film, das Daumenkino, wie die Maus Fledermaus wird und jede Zwischenstufe lebensfähig. Und selbst wenn es eine gäbe, wenn die seltene Mutation passiert, ich habe auf einmal irgendwie Flügelchen, die fliegen zwar noch nicht ganz, aber irgendwie funktioniert es trotzdem, dann ist dieses Tierchen ganz schön allein. Es kann sich ja nicht mehr mit der Maus paaren, weil es ist eine neue Art geworden. Das geht nicht mehr. Die Mäuse bekommen Angstzustände, die Mäusinnen, je nachdem. Der kommt mir nicht ins Haus. Oder? und so. Also der ist alleine. Da müssen wir sagen, ja, jetzt muss der Zufall noch mindestens ein zweites bringen, das gleiche Zwischending, weiblich oder männlich. Und selbst dann ist es nicht garantiert, dass aus dieser komischen Familie sich das durchsetzt. Aber nur schon das eine Zwischending ist auch theoretisch unmöglich, ganz zu schweigen noch, dass da immer die ganze Population da wäre, dass es aufgeht. Das ist nur gesunder Menschenverstand. Aber das postuliert die Theorie. Und jetzt gehen wir noch weiter. Im Gegensatz zu anderen schwierig einzuordnenden Säugetiertaxa, etwa den Walen, dort sagt man, hat man Hinweise auf die Übergangsformen. Aha. Ja gut. Dann schauen wir doch das mal an. Wale sind Säugetiere, das wissen wir. Ja, und die gehören zu den Cetacea. Da gibt es die Zahnwale und die Bartenwale. Die Bartenwale sind die berühmten Wale, Zahnwale sind auch berühmt, aber man würde sie nicht als Wal bezeichnen. Die berühmtesten Zahnwale sind die Delfine. Delfine sind Zahnwale. Also Delfine und Wale, beide Säugetiere, wie sind die entstanden?
Selbstverständlich gibt es schon lange Wale. Man hat ausgestorbene Walformen gefunden, auch ziemlich große Walformen, ausgestorbene, aber es ist ganz klar Wale. Es ist ein Wal, ein ausgestorbener Wal. Und wir wissen heute auch, das wird auch in den Lehrbüchern ganz klar gesagt, früher gab es eine viel größere Vielfalt von Walen als heute. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir dann noch auf die weiteren Fragestellungen kommen. Aber jetzt wollen wir einfach schauen, okay, was sind die Vorfahren der Wale und Delfine? Die Evolutionstheorie sagt, sie stammen von Landtieren ab. Beweis, unsere Theorie, unsere Theorie sagt, sie müssen vom Land abstammen, also muss es so sein. Und wir finden bei den Walen ja auch da noch Knorpel in der Hüftgegend, wo man sagt, das sind rudimentäre Atavismen vom Beckenknochen. Sagt man, aber das ist nur unsere Projektion. Es sind Knochen in der Genitalgegend, die die Wale brauchen, um sich fortpflanzen zu können. Ohne diese Knochen könnte die nicht leben. Wir sagen Reste von Beckenknochen. Das ist aber unsere Interpretation. Es ist einfach ein typisch waltypischer Knochen, den wir als Überreste von Landtieren interpretieren, was überhaupt nicht gezwungenermaßen ist, es ist nur eine Projektion. Und heute ist klar in der Theorie, man sagt, sie stammen von Landtieren ab. Das ist ein Buch, das ist der größte Walforscher, Hans Tevissen, der hat das Buch geschrieben, The Walking Whales, From Land to Water in 8 Million Years. Also in 8 Millionen Jahren mutiert dieses kleine Tierlein zu einem Wal. Das ist doch mal eine Entwicklung. Jetzt schauen wir das genauer an. Dass wir die Psychologie sehen. Da hat man dieses Tierchen gefunden, Indohius, das ist das indische Hirschferkel. Maustier nennt man das, das Mäuserehlein, das ist ein kleines Hirschferkel. Indische Hirschferkel gibt es nicht mehr, afrikanische Hirschferkel gibt es, die sind ein bisschen größer heute. Also die Beschreibung es ist so wie eine Katze, die Größe einer kleineren Katze, also nicht eine Riesenkatze, so wie ein Waschbär. Waschbärgröße, so Kuscheltier der Größenordnung. Ein Paarhufer Fleisch, ein Paarhufer vegetarisches Tierchen. Das ist eine Rehart, also einfach ja, hier indisches Hirschferkel, ein Paarhufer. Und das Interessante ist, dieses Tier hat es gegeben. Das heißt nicht, dass es das Tier nicht gegeben hat. Die Spekulation ist nur, das ist der Vorfahre der Wale. So ein bisschen sieht man ihm auf Anhieb nicht an. So, die Erklärung ist, man hat im Schädelknochen dieses Tierchens, man hat ja nur ein paar Knochen gefunden, man hat im Schädelknochen dieses Tierchens Gehörknochen gefunden, die ähnlich aussehen wie beim Wal. Beim Wal viel größer und bei diesem Tierchen viel kleiner, aber ähnlich wie beim Wal. Und der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Da sagt man, aha, das sieht ähnlich aus. Also ich habe schon immer den Vorfahren des Wals gesucht, jetzt habe ich ihn gefunden, wegen dieses Gehörknochens. Die Logik ist, alles wandelt sich zum Wal. Das Einzige, was übrig bleibt, ist das Gehörknochen, damit wir es identifizieren können hinterher. Das ist irgendwie Wunschdenken. Sogar in der normalen Evolutionstheorie springt man von analogen Strukturen. Also im besten Fall haben wir eine analoge Struktur. Das ist doch nicht wirklich ein Beweis. Aber weil man so fest daran glaubt, dass der Wal von einem Landtier abstammt, ist das erste, kleinste Tier, hat man gesagt, das ist das erste in der Entwicklung. Dann, oh Wunder, wir finden ein anderes Tier, das auch einen ähnlichen Gehörknochen hat. Das ist jetzt ein fleischfressender Urwolf, der Pachycetus, so hat man ihn genannt. Cetus cetacea, Vorfahre der Wale aus Pakistan. Der Walvorfahre aus Pakistan, nennen ihn die Evolutionsgläubigen. Also nur schon hier, da mutiert ein kleines Hirschferkel in einen wolfartigen, ausgestorbenes Raubtier oder Aasfressertier, vermutet man. Warum? Weil man krampfhaft eine Ahnenlinie der Wale konstruieren will. Alles spricht dagegen. Aber weil man so an die Theorie glaubt, hält man daran fest. Und oh Wunder, man findet nochmal ein Tier, das auch so eine Art Gehörknochen hat. Und das ist jetzt so ein fast eisbärartiges Tier. Vierbeiniger Vorfahre der Cetacea, der auch schwimmen konnte, das mit Schwimmhäuten. Ein Eisbär kann super schwimmen.
und tauchen 15 Minuten unter der Eisscholle durch, bis er wieder hoch muss. Also der kann die Luft ein bisschen länger anhalten als wir. Also der ist nicht wasserscheu. Wie man sieht manchmal den armen Eisbär auf der schmelzenden Scholle und huch, muss ich jetzt ans Wasser. So, also Eisbär ist ein super Schwimmer, eines der besten Säugetiere, das schwimmen kann. Und das ist so ein ähnliches Tier. Also hier haben wir drei Tiere mit ähnlicher Knochenstruktur im Gehörknochenbereich. Und da konstruiert man diese ganze Geschichte. Und hier noch der Größenvergleich zum Menschen. Und jetzt bin ich ein bisschen gemein. Ich stelle das jetzt in realistischer Größe zu den echten Walen. So aus diesen vierbeinigen Tieren, aus dieser, sollen die Wale und Delfine entstanden sein. Die ganze Vielfalt. Wir sehen hier Größenvergleich zum Pottwal 18 Meter und zum Blauwal 33 Meter. Rechts neben dem Menschen der Indohyus, diese Fliege hier, es ist der Indohyus und der Pakicetus, die angeblichen Vorfahren der Wale. Und da sage ich auch wieder, wir nehmen zum Beispiel den Pottwal. Der hat ein riesen Walratorgan da vorne in der flachen Stirn. Das ist ein riesen Walratorgan, ähnlich wie die Delfine, die Melone bei den Delfinen. Und wir wissen nicht mal genau, wofür er die braucht. Zeitlang hat man gemeint, er braucht es zum Tieftauchen, das hat man, glaubt man, nicht mehr so. Vielleicht eher Navigation. Deswegen hat man diese Wale auch fast ausgerottet. Moby Dick ist ein Pottwal, weil man hat ihnen dieses diese wachsartige Substanz rausgesogen für verschiedene Substanzen halt, hat man das gebraucht. Also man hat dieses Tier fast ausgerottet. Auch hier wieder, drehen wir den Film ein bisschen zurück. Zeigen Sie mir die nächste Stufe vor dem Wal, vor dem Pottwal, der noch nicht ganz ein Pottwal ist. Muss es ja geben. Denn wir müssen ja noch weiter zurück bis zum Eisbär. Aber wir sind jetzt gar nicht so gemein. Gehen wir jetzt mal nur, wie sieht die Stufe vorher aus? Wir sehen sofort, sobald etwas nicht stimmt, es kann nichts unfertig sein. Und wie sieht dann die fertige Vorstufe aus, die dann noch zum Pottwal mutiert? Worin müssen die sich unterscheiden? Diese hypothetische Form gibt es nicht. Nicht mal in der Fantasie. Entweder ist man Pottwal oder nicht. Man kann ein großer Pottwal sein, kleiner Pottwal sein, grauer, weißer, schwarzer Pottwal. Das ist ja nicht das Problem. Pottwal ist Pottwal, es geht um die Entstehung der Arten. Das andere ist Mutation und Selektion. Also nur schon hier, Fledermaus und Wal zeigt schon irgendwie, also so, wie kann man so überzeugt sein? Es ist bewiesen, dass die Evolutionstheorie stimmt. Ja, dann bewiesen ist überhaupt nichts. Und ich möchte hier zeigen, dass dem nicht Wissenschaft zugrunde liegt, sondern Ideologie. Ich möchte hier ein interessantes Zitat bringen. Das ist das Buch von Carl Sagan, The Demon-Haunted World, Science as a Candle in the Dark. Er ist 1996 gestorben, Carl Sagan. Und das Buch ist praktisch das letzte, das er geschrieben hat. Wörtlich die von Dämonen heimgesucht oder die von Dämonen gejagte Welt. Wissenschaft, das Kerze in der Dunkelheit. Also Dunkelheit ist, dass noch nicht alle Menschen an Materialismus glauben. Das ist intellektuelle Dunkelheit. Und da kommt jetzt die Wissenschaft, der Materialismus als Kerze in der Dunkelheit. Und die Dämonen, werden wir sehen, was sind das für Dämonen, die Menschen hetzen oder verfolgen. Das hier ist eine Rezension von Professor Richard Lewontin in der New York Times vom 9. Januar 1997. Diese Rezension zu diesem Buch von Carl Sagan heißt Billions and Billions of Demons, Milliarden und Abermilliarden von Dämonen. Und was ist mit den Dämonen gemeint? Dasselbe wie der Hauptautor meint, nämlich im Artikel schreibt er das, die irrationalen und übernatürlichen Erklärungen der Welt, die Dämonen, die nur in der Einbildung der Menschen existieren. Also die Menschen sind besessen von einem Gedanken, dass es mehr als nur Materie gibt. Also alles, was nicht Materialismus ist, ist dämonisch. Das ist ja schon fast religiös. Das ist ideologisch. Und hier sagt er, das kommt jetzt aus dieser Rezension, sagt Professor Lewontin, in seltener Offenheit und Klarheit über
die ideologische Ausrichtung. Er sagt, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen, zum Beispiel die vorherigen Beispiele, zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen der Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Warum muss es einen Kampf zwischen Wissenschaft und Übernatürlich geben? Das ist schon wieder Taschenspielertrick. Nicht Wissenschaft zwischen Materialismus und dem Übernatürlichen. Aber der Materialismus hat den Begriff Wissenschaft für sich usurpiert. Er hat gesagt, Materialismus ist Wissenschaft und alles, was nicht materialistisch ist, ist nicht wissenschaftlich. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft trotz der offenkundigen Absurdität in einigen ihrer Konstrukte. Wörtlich, we take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs. Also ich habe das schon richtig übersetzt. Und dann weiter. Eben, also wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft trotz ihrer offenkundigen Absurdität in einigen ihrer Konstrukte, weil wir bereits von vornherein eine Entscheidung getroffen haben, eine Grundsatzentscheidung für den Materialismus. Deswegen. Wir haben uns für Materialismus entschieden, deswegen führen wir jetzt einen Kampf gegen das Übernatürliche. Es ist nicht so, dass die Methode und die Vorgabe der Wissenschaft an sich uns zwingen würden, eine materialistische Klärung der Erscheinungswelt anzunehmen. Aha, Wissenschaft müsste nicht materialistisch sein, sagte er. Nichts zwingt uns, eine materialistische Wissenschaft zu betreiben. Aber wir haben uns entschieden, dass sie so sein muss. Entschuldigung. Genau. Also es ist nicht so, dass die Methode und die Vorgabe der Wissenschaft an sich uns zwingen würden, eine materialistische Erklärung der Erscheinungswelt anzunehmen. Vielmehr ist es umgekehrt der Fall. Durch unsere a priori, oh hört, hört, Kant, durch unsere a priori getroffene Grundsatzentscheidung für materielle Ursachen sind wir gezwungen, Forschungsansätze und Erklärungskonzepte zu entwickeln, die zu materialistischen Klärungen führen, egal wie sehr sie der Intuition widersprechen, egal wie rätselhaft sie denn nicht eingeweihten erscheinen. Wörtlich, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counterintuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Also, egal wie sehr sie der Intuition widersprechen, egal wie rätselhaft sie den nicht eingeweihten erscheinen, so wie mir. Der Ries ist ein Nicht-Eingeweihter. Er kann sich nicht vorstellen, wie ein indisches Hirschferkel ein Wal wird. Das ist uns jetzt aber egal. Wir glauben daran, weil wir uns a priori dafür entschieden haben, dass es so sein muss. Merken wir? Das ist Glaubenssystem. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Sagt er auch. Das hat mit Materialismus zu tun und der entsprechenden materialistischen Wissenschaft. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut. Denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Moreover, that materialism is absolute, for we cannot allow a divine foot in the door. Also wir dürfen Gott nicht mal Gott darf nicht mal den Fuß in die Tür kriegen. Das heißt, es darf keine Nahtoderfahrungen geben. Also Nahtoderfahrungen sind keine außerkörperlich, das sind nur Halluzinationen. Also es gibt keine. Es darf keine außerkörperlichen Erfahrungen geben, es darf keine Kornkreise geben, es darf keine Telepathie geben, es darf keine Homöopathie geben. Das ist alles Aberglaube. Es darf keine morphogenetischen Felder geben, das ist Pseudowissenschaft. Professor Dr. Sheldrake, jetzt wird er langsam blöd. Oder? Und so, also das wäre alles schon ein Fuß des Göttlichen. Weil da käme etwas Nicht-Materielles hinein. Es darf keinen feinstofflichen Körper geben, es darf keine außerkörperlichen Reisen geben, die Schamanen spinnen alle, die Mysterienschulen betrügen sich und so weiter. Das ist eine ziemliche Arroganz, würde ich mal sagen. Hat nichts mit Wissenschaft zu tun, aber es ist ehrlich. Professor Leonti, müssen wir sagen, Gratulation und danke, so ehrlich sagen es die wenigsten. Er hat es ehrlich gesagt. Oder hier Ernst Cahan, Biochemiker an der Universität Montpellier, in einem Vortrag L'origine de la vie, Ursprung des Lebens, 1964, aber da hat sich nichts dran entwickelt, nur heute sind die wenigsten nicht mehr so ehrlich. Da sagt er,
Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht, zufällig aus anorganischer Materie. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es ist absolut unsinnig, absurd und absolut unsinnig. Aber dennoch glaube ich es, weil alles andere, jede andere Klärung wäre nicht materialistisch. Und das will ich nicht. Deswegen glaube ich es trotzdem, obwohl es unsinnig und absurd ist. Und es ist unsinnig und absurd, zu glauben, dass Leben aus Materie entsteht. Tja, des Kaisers neue Kleider. Wir kennen das Märchen. Da kommen die Schneidergesellen zum arroganten König, habe ich gesagt, Sie, Herr König, Sie sind der Beste von allen, deswegen nur das Beste für Sie gut genug und wir haben etwas Neues entdeckt, nämlich unsichtbaren Stoff. Wir können für Sie ein Kleid nähen. Da habe ich gesagt, okay, leg mal los, das haben Sie getan und so. Es ist fertig, Herr König, haben Sie es ihm angezogen. Er war ganz stolz, ich bin der Erste, der unsichtbare Kleider hat. Ist rausgegangen, hat sich präsentiert. Ich nehme an, dass ihm bis auf Unterhosen, Badehose, also der Königin Unterhosen. Und alle haben gesagt, und jetzt gebe ich ein bisschen dazu, alle Quantenphysiker des Königs sind gekommen, wie ist es möglich, unsichtbaren Stoff zu haben? Quantenphysiktheorie A, nein, nein, das ist falsch. Quantentheorie B, nein, nein, C, nein, nein, D. Forschungsgelder, Schulen und so weiter. Und der König ganz stolz, ich habe, schau, wie all meine Wissenschaftler sich streiten, sie können nicht erklären, was ich für super Kleider habe. Und jetzt kehre ich wieder zurück ins Märchen. Da ist der kleine Junge, der in der Parade sagt, Mutter, warum hat der König keine Kleider an? Ich sehe mich ein bisschen in dieser Rolle. Also, der hat auch keine Quantenphysik studiert, aber nur geguckt und hat gesehen, der hat keine Kleider an. Und dann sagt Hans Christian Andersen in seinem Märchen einen ganz lustigen Schluss. Er kennt die Psychologie der Menschen. An dem Moment hat der König selber erkannt, dass er reingelegt wurde. Und dann legt Hans Christian Andersen dem König folgende Gedanken in den Mund oder in den Kopf. Er sagte, und jetzt Haltung bewahren, damit keiner es merkt, bis ich zu Hause bin. Jetzt, ab dem Zeitpunkt hat er geblufft. Ja. Ja, alle suchen, wie wird ein Landtier Wahl? Ja, vielleicht ist nie ein Landtier Wahl geworden. Vielleicht stimmt die ganze Lehre nicht. Das wäre nämlich die einfachste Erklärung. Ja, wie dann? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja klar, wenn man ein materialistisches Paradigma hat, kann man es sich nicht anders vorstellen. Man kann sich nicht mal vorstellen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dass beim Tod die Seele, ich den Körper verlasse und weitergehe. Das ist schon jenseits dieses akademischen Horizontes. Es ist schon ein bisschen tragisch, diese Einseitigkeit. Ja, Evolution war alles ganz anders, so heißt auch der Vortrag heute. Eben seit über 100 Jahren dominiert die Evolutionstheorie. Man fragt sich, warum? Die ganze Wissenschaft und Forschung. Und sie wird in Schulbüchern und an Universitäten so präsentiert, als sei sie längst bewiesen. Es ist bewiesen, ich habe unsichtbare Kleider. Beweis ist, man sieht nichts. In Wirklichkeit ist der Darwinismus Ausdruck eines materialistischen Weltbildes, wie sie ja selber zugeben, auf dessen Grundlage alle biologischen Fakten interpretiert werden. Jede andere nicht materialistische Sichtweise wird von vornherein ausgeschlossen oder sogar bekämpft. Es gibt Beispiele, jeder, der nur kritische Gedanken gegenüber der Darwin-Theorie äußert, verliert den Job an der Universität oder bekommt ihn gar nicht erst. Eben, wie glaubwürdig sind die Szenarien der Evolutionstheorie? Wir haben jetzt zwei Szenarien gesehen, die Fledermaus und der Wal. Was besagen die angeblichen Beweise des Darwinismus tatsächlich? Jetzt schauen wir die Beweise an. Wie entstand das Leben auf der Erde? Wie entstand der Mensch? Das sind natürlich die großen Fragen. Da gibt es andere Antworten, die sich der Herr Kahan und viele andere nicht vorstellen können, schlicht und einfach, weil sie nicht materialistisch sind, sondern multidimensional, ganzheitlich, holistisch. Eben, die logische Darlegung der fundamentalen Mängel der Evolutionstheorie zeigt, dass heute ein Denken in neuen Dimensionen erforderlich ist, insbesondere was das Phänomen Leben und die Herkunft des Menschen bedeutet. Eben, von den drei Formen von Evolution ist die biologische Evolution das, was typisch darwinistisch ist, was man meistens unter Evolutionstheorie versteht. Auch hier, da haben wir vorhin gehört, es ist absolut absurd und unsinnig zu glauben, dass
eine lebende Zelle aus anorganischer Materie entsteht, aber wir glauben es trotzdem, weil es ist die einzige mögliche Erklärung. Alles andere würde unser Paradigma sprengen. Hier, das wäre auch wieder nochmal ein Thema, Urknall, wie das Universum entsteht, Symmetriebruch und so weiter, aber das sprengt den Rahmen. Es geht mir wirklich um den Darwinismus, der direkt nichts zur Kosmologie sagt, obwohl überall dieses selbe evolutionäre Denken da ist. Um wirklich unterscheiden zu können, müssen wir zwischen Mikro- und Makroevolution unterscheiden. Mikroevolution ist das, was wir überall sehen. Das ist halt mal ein Begriff, kommt von kreationistischer Seite, aber kein schlechter Begriff. Mikroevolution ist das, was wir in der Welt sehen, nämlich Veränderung von Tieren und Pflanzen und Menschen auch durch Adaption und Variation, entsprechend Mutation und Selektion innerhalb der Gattung Art. Es ist klar, es gibt große Bären, kleine Bären, weiße Füchse, braune Füchse, aber alles Füchse. Es gibt große Hunde, kleine Hunde, Hundezucht, alles. Das ist aber innerhalb der Art die Rassen. Das ist keine Evolution, das ist nur ein Herausgreifen verschiedener Formen, die in der Urform schon drin sind. Man kann aus dem Urhund einen Dackel züchten über ein paar Zwischenstufen, aber aus dem Dackel kein Urhund mehr. Weil ein Dackel oder ein Pudel oder jeder Hund ist verglichen mit dem Urhund eine degenerierte Form. Im wahrsten Sinne des Wortes eine degenerierte Form. Die Genetik ist nicht, das Genom ist nicht mehr so vielfältig wie die Urform. In der Urform ist die ganze Palette von verschiedenen Formen drin, die es in der Natur gar nicht braucht. Aber wenn wir als Menschen kommen, können wir das herauszüchten, was schon drin ist. Was erstaunlich ist eigentlich. Aber das ist alles Mikroevolution. Das heißt, das ist kein Beweis für Evolution. Aber Zucht heißt, auch Darwin hat immer gesagt, die Zucht zeigt, wie da die verschiedenen Formen sind. Ja klar, das hat aber nichts mit der Entstehung der Arten zu tun. Das ist nur Entstehung von Rassen innerhalb der Art. Hunderassen, Katzenarten, Katzenrassen, Pferderassen und so weiter. Und die Makroevolution, das ist das, was wir vorhin schon gesehen haben. Und das ist, was der Darwinismus eigentlich erklären will, nämlich die Hypothese, dass viel Mikroevolution zur Entstehung neuer Arten von Tieren und Pflanzen führe. Und damit zur Entstehung neuer Stämme, Klassenordnungen, Familien und Gattungen. Also Säugetiere, also Säugetiere, Weichtiere und so weiter. Ja, das ist die Hypothese. Aber diese Theorie braucht es, um die Entstehung der Vielfalt zu erklären. Und wir sehen, wenn man die Theorie wirklich konkret anschaut, ja, ist sie relativ unsinnig und absurd. Ja, aber hier, Darwins Finken, die Darwin-Finken. Ja, selbstverständlich. Das sind verschiedene Finkenformen mit langem und kurzem Schnabel. Das ist aber keine Evolution, das ist nur Adaption. Wobei schon das erstaunlich ist, wenn das Futter, wenn man Nüsse knacken muss, bekommt derselbe Fink einen starken Schnabel. Woher weiß die Genetik, dass er auf einem starken Schnabel ausbilden muss? Als Darwin auf die Insel kam mit der Finken mit dem starken Schnabel, hat er nicht rundherum andere Finken gefunden, die tot rumlagen, weil sie falsch mutiert sind. Man fand nur die. Aber das sind alles Finken, das hat nichts mit Evolution. Die Darwin-Finken sind überhaupt kein, das ist nur Mikroevolution. Das ist Adaption gemäß Variation. Nichts anderes, hat nichts mit einer Entstehung der Arten zu tun, sondern nur Variation innerhalb der bereits bestehenden Arten oder Gattung, je nachdem, wie man es definiert. Das hier auch berühmt, der helle und dunkle Birkenspanner in Manchester, wird überall gelehrt. Und gesagt, das haben wir doch Evolution vor unseren Augen. Angeblich, heute wird das auch wieder angezweifelt, wahrscheinlich mit Recht. Zuerst war die Population viel mehr da. Und dann kam die Industrialisierung mit dem Rauch, mit dem Ruß. Dann wurden die Bäume schwarz. Und dann sind die aufgefallen, dann haben die Vögel mehr die gefressen. Und dann hat es eine Populationsverschiebung zu der gegeben, Evolution vor unseren Augen. Das ist nicht mal Mikroevolution, das ist nicht mal Adaption und Variation, das ist nur Populationsverschiebung. Das ist nur eine Veränderung in der Populationsstatistik. Hat nicht mal was mit Mikroevolution zu tun. Eines der wichtigsten Beispiele des Darwinismus in jedem Schulbuch. Ich glaube, hat jeder mitbekommen, dass mit diesen Nachtfaltern entstanden aus organischer Materie, Bausteine, organische Materie. Das sind nur Fragen. Ich gehe auf jeder Stufe
in diesem Buch gehe ich darauf ein, auf jeder Stufe, biologische, also kosmische Evolution, wie und dann wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus organischer Materie auch nur Bausteine der organischen Materie entstehen. Fürchten sich, ah ja, das. Eben, man könnte so viel dazu sagen, dieses Experiment von Miller und Urey 1953, wo sie im Labor die Uratmosphäre rekonstruiert haben und dann aus anorganischen Chemikalien erste Aminosäuren hergestellt haben, da hieß es, hurra, Bausteine des Lebens. Bluff. Es ist nicht Bausteine des Lebens, es sind Bausteine der Proteine. Von Proteinmolekülen ist es noch sehr ein langer Weg bis zu einer lebenden Zelle. Bausteine des Lebens, das ist Bluff, unehrlich. Bausteine der Proteine. Und wenn man das Experiment genau anschaut, sieht man sogar, die Proteine, die da gebildet wurden, könnten nie, also die Aminosäuren, die hier gebildet wurden, sind so künstlich und giftig, dass sie sich nie zu Proteinmolekülen zusammenfügen könnten. Also es ist, das findet man aber praktisch nur bei kreationistischen Biologen. Die zeigen, was da wirklich das Problem an diesen Experimenten ist, findet man in den normalen Schulbüchern nicht. Warum? Weil es nicht dem Weltbild entspricht. Also muss man diesen Triumph bis heute feiern. Aber es ist eigentlich, dieses Experiment zeigt eigentlich eben gerade, dass es nicht möglich ist, nur Bausteine der organischen Materie herzustellen. Also ja, Bausteine schon, aber Bausteine, die dann fähig wären, höhere Komplexe, sich zufällig zu höheren komplexen Strukturen zusammenzufügen. Und fügten sich organische Bausteine zu komplexen Strukturen zusammen, die plötzlich lebendig wurden? Der Professor Kahn hat vorhin die Antwort gegeben, es ist absurd und absolut unsinnig, aber wir glauben es trotzdem. Aber wir glauben es jetzt, ich mal nicht. Entstanden die ersten Lebewesen zufällig aus Materie? Eben nicht. Wurden einige der ersten Einzeller durch Mutationen plötzlich zu mehrzelligen Lebewesen? Naja, wir haben heute noch Einzeller. Und wir sehen, wie die sich fortpflanzen, also vermehren kann man nicht sagen, einfach durch Zellteilung. Und wir haben so viele, jeder Einzeller, den wir untersuchen, teilt sich und entstehen zwei Einzeller. Aber die Evolutionstheorie sagt, das war nicht immer so. In den Uranfängen haben sich Einzeller geteilt und es entstanden auf einmal Mehrzeller. Ein Wunder, das wir heute nicht rekonstruieren können, nicht mal experimentell, aber in der Vergangenheit, in der Ursuppe hat das stattgefunden. Ein Wunder, das jegliche Biologie widerspricht, aber es muss stattgefunden haben. Warum? Der Beweis ist, es gibt heute mehrzellige Lebewesen. Und da wir wissen, wie es gemäß der Theorie sein muss, muss es irgendwie möglich gewesen sein. Wir finden, das war das lange Zeit das Bindeglied zwischen Fischen und Amphibien, weil der hat so Flossen, die sich so ein bisschen wie Beine bewegen können, aber keine Achselknochen, nichts. Das ist nur so angemacht, knorpelartig angemacht. Man hat immer gesagt, das ist dazwischen, der Quassenflosser ist das Zwischenglied zwischen Fischen und Amphibien, bis man, oh Wunder, vor etwa 50, 70 Jahren in Madagaskar auf dem Fischmarkt war ein Wissenschaftler in den Ferien und sieht den Quassenflosser auf dem Fischmarkt zum Fraß angeboten. Dann hatte ich gesagt, woher haben Sie den? Ja, den haben wir da draußen von den Komoren gefischt. Und dann gingen sie weiter, haben sie noch Quassenflosser rausgezogen. Geomagazin ist dann mit einem kleinen U-Boot runtergegangen zu den Quassenflossern. Da tummeln die sich heute noch in 150, 200 Meter Tiefe. Nicht die geringste Anstalt, irgendeinmal an Land gehen zu wollen. Und die sehen noch genau gleich aus, das ist ein ausgestopfter Quassenflosser von heute, genau gleich aus wie in der Versteinerung, die angeblich 150 Millionen Jahre oder was immer alt ist. Null Evolution, 1:1. Von wegen, der entwickelt sich langsam, ja gib ihm 50 Millionen Jahre und da ist er ein Amphibium. 1:1, da hat keine. Und er treibt sich auch nicht in Küstennähe herum. Er schwimmt in 150 Meter Tiefen, das ist relativ tief. Also Taucher, da brauchst du ein U-Boot, um darunter zu gehen. Oder es heißt immer wieder, das Auge. Wie kann ein Auge entstehen durch Evolution? Das ist absolut unmöglich. Auch Darwin hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, das Falsifizieren meiner eigenen Theorie, ein kompliziertes Organ wie ein
Auge, wie soll das evolutionär entstehen? Aber irgendwie muss das auch gelöst sein, weil die Theorie ist ja so zu schön, als dass sie nicht stimmen könnte, also muss es auch fürs Auge stimmen. Heute sehen wir in allen Lehrbüchern solche Darstellungen. Die meisten sind ein bisschen professioneller gemacht. Die ist gratis aus Wikipedia, dann habe ich es halt von dort. Da werden verschiedene Augentypen dargestellt. Lichtempfindliche Pigmentzellen, Augenfleck oder Flachauge vom Pantoffeltierchen oder dergleichen. Und dann Pigmentzellen und dann das C ist das Grubenauge, Lochkammerauge, Blasenauge, einfaches Linsenauge und dann das komplizierte Linsenauge. Da sieht man, das ist doch die Evolution. Nein, das ist eine Auflistung verschiedener Augentypen von ganz grundlegend verschiedenen Tieren. Und auch hier, wie kann man sagen, wie soll das zu dem mutieren, dass auf einmal eine Linse entsteht? Was sind die Zwischenformen? Das hier gehört einem ganz bestimmten Tier. Das wäre jetzt interessant, welches Tier genau das hat. Aber ich will mich da jetzt nicht aufs Glatteis lassen, das müssen die Zoologen jetzt erklären. So, aber das sind zwei völlig verschiedene Tiere, die zwei verschiedene Augen haben, Augentypen, die werden jetzt so aufgelistet und gesagt, so hat es sich entwickelt, aus dem entsteht das, aber es gibt überhaupt auch hier, oder von dem zu dem, oder diese verschiedenen Augentypen, auch das ist eigentlich ein Bluff. Es ist kein Beweis für Evolution, es ist nur eine Auflistung verschiedener Augentypen. Wird uns aber verkauft als Beweis, wie das Auge, das komplizierte menschliche Linsenauge entstanden ist. Ja. Ausgehend vom Fleckenauge, über diese Zwischenstufen. Dabei sind das alles Augentypen, die es heute noch gibt, parallel bei verschiedenen Tierformen. Oder hier, das ist ein typisches Beispiel auch, der Specht. Der Specht ist ein ganz besonderer Vogel. Unter anderen, allen Vogelfamilien, glaube ich, ist das. Ich glaube, Familie der Spechte oder so. Können die Spechte... Es gibt verschiedene Spechtarten, aber alle Spechte zeichnen sich dadurch aus, dass sie hämmern. Und zwar mit einem solchen Wucht, jetzt im Frühling hört man es wieder, wenn die da oben im Baum sind, reinhauen, das geht runter, bis in die Wurzeln. Tsch, dieser Klang ist so mystisch. Also immer, wenn ich einen Specht höre, ja, ist es so ein besonderer Klang, dieser Holzklang, diese Resonanz. Aber jetzt rein anatomisch gesehen, ist das ein völliger Wahnsinn, was der macht. Der haut seinen Kopf so mit einer Wucht gegen das Holz, wo jeder andere Vogel, nicht Specht, tot oder ohnmächtig runterfallen würde. Er hätte sofort eine Hirnerschütterung. Der Specht hat es nicht, weil er Folgendes hat. Die Zunge eines Spechtes ist sehr lang und lässt sich ein gutes Stück vor die Schnabelspitze vorstrecken. Sie sitzt in einer Scheide des rechten Nasenlochs, verläuft oberhalb des Schädels und am Hinterkopf entlang und verankert sich dann im Zungenbeinknochen des Kiefers. Die Zunge geht um den Schädel rum und isoliert und polstert. Und noch mehr. Das ist jetzt National Geographic Fair Use. Ich bringe das einfach mal. Aber das geht ja zur Dokumentation. Einfach nur der Hämmern ohne Kopfschmerz. Da hat man Nackenmuskeln stark ausgeprägt. Ist ja klar, der muss so hämmern. Gehirn wiegt nur ein paar Gramm. Aufprall auf die Schädelinnenseite deshalb harmlos. Lange Zunge umschlingt den Schädel und stabilisiert beim kraftvollen Meißeln. Die Zunge geht um den Schädel herum. Und es ist noch gemein. Also es wäre gemein, jetzt hämmert er alles, kann hämmern, aber dann spritzen die Späne und dann hat er die Augen voll. Da könnte sich jetzt der liebe Gott so richtig einen Streich erlauben und sagen, jetzt den Specht plage ich. Ich gebe ihm das alles und jetzt hat er die Augen voll Sand. Nein, er hat eine Membran, die von vorne nach hinten geht. Nicht die Augenlider von vorne nach unten, sondern er hat eine durchsichtige Membran, wie eine eingebaute Schutzbrille, die tut drauf, dann fliegen die Späne rein, dann einmal zwinkern und dann sind die Augen frei. Eine durchsichtige Membran, die er einfach reinziehen kann, also ausfahren kann, wenn er hämmert. Und jetzt habe ich wieder die Frage, spulen wir bitte den Film zurück, den Evolutionsfilm. Wie sieht die Vorstufe des Spechtes aus? Wie wickelt sich die Zunge um den Vogelkopf? Wie entwickelt sich das? Also da muss ja irgendwann mal ein Vogel sein, der kein Specht war und hat eine Mutation, auf einmal die Zunge nicht mehr im Mund, sondern in der Nase. Au, Backe. Oh, jetzt habe ich die Zunge in der Nase. Was mache ich jetzt?
So, also, und dann geht das da innen rum hoch. Ja, was, ja, wie soll das gehen? Das ist absurd. Entweder ist man ein Specht oder ist keiner. Das ist auch irgendwie naheliegend. Es gibt nicht einmal im Ansatz eine Erklärung, sowas zu erklären. Und ich zitiere auch gerne den Herrn ehrlichen Herr Professor Kahan, es ist absurd und absolut unsinnig, auch sowas zu glauben. Es ist nicht mal theoretisch möglich, da diesen Film zu finden. Ja, Säugetiere, und das berühmteste Säugetier ist natürlich der Mensch. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss, kommen wir zu uns. Das ist Gott, 2016, nächstes Jahr, das Wissensmagazin für die Jugend. Hündchen und alles und Gefahr aus dem Ozean und so, der weiße Hai. Und hier die Geschichte des Menschen, wie sich unsere Vorfahren vom Affen zu modernen Menschen entwickelten. Also ist ganz klar, der Mensch stammt vom Affen ab. Die Theorie, natürlich nicht von modernen Affen, von ausgestorbenen Affen. Affen und Menschen haben denselben Vorfahren, aber wie sieht derselbe Vorfahren aus? Ja, sehr wie ein Affe. Ein Pliozäner Großprimat. Und selbstverständlich, die Theorie sagt, die Frühmenschen waren primitiv, schaut den an, der kann wahrscheinlich noch nicht richtig reden, der grunzt. Oder wenn du dem begegnest, musst du Angst haben, der haut dir wahrscheinlich die Keule auf den Kopf, weil der so primitiv ist, der sieht in dir nur Futter, sicher auch ein Kannibale und so weiter. Das sind unsere Vorfahren, also stolz müsste nicht sein. Sicher noch ein Germane. So, okay. Und daher Wikipedia, Ape to Man. Der Urmensch, groß wie ein Schimpanse, und dann der Mensch, so hat sich das entwickelt, durch Genmutationen. Und das ist dieses Daumenkino, das man jedem Kino, das man jedem Kind zeigt. Hier das Äffchen und langsam der Mensch. Wenn man aber wirklich neutral die Befunde anschaut, die Knochen, ist es so. Auf der einen Seite haben wir Großprimaten, ausgestorbene Großprimaten des Pliozäns. Wann immer das Pliozän war, das wird auch für vor 10 Millionen Jahren so, haben wir ausgestorbene Großprimaten. Auf der anderen Seite Menschen. Schauen wir nochmal die Großprimaten an. Früher, das wird zugegeben, war die Vielfalt größer. Die Pottwale gab viel mehr Pottwale als heute. Arten, nicht Anzahl. Heute gibt es ja auch von den wenigen Pottwalarten, die wir noch haben, auch nur noch sehr wenige, weil sie fast ausgerottet sind. So, aber es gab viel mehr Pottwal-Auswahl als damals, als heute. Und es gab auch unter anderem viel mehr Großprimaten als heute. Wir haben heute nur noch 4 Großprimatenarten: Schimpanse, Gorilla, Orang-Utan und Gibbons. Und die Bonobos. Die Bonobos gelten als Zwergschimpansen. Also wir haben nur noch diese 4. Und so sehr wir diese Tiere lieben und schützen, sie sind degenerierte Nachfahren ihrer Vorfahren, so wie wir übrigens auch. Wir kommen es gleich darauf. Es gab eine viel größere Artenvielfalt von Großprimaten. Dann hat es ein Flaschenhalsereignis gegeben. Das ist jetzt offizielle Theorie. Offizielle Erklärung, das macht das auch Sinn. Irgendeine Katastrophe, Eiszeiten so oder noch früher. Irgendwelche Flaschenhalsereignisse, wo von den vielen Großprimaten, die es gab, die ausgestorben sind, am Schluss waren nur noch die 2 da. Die haben sich dann untereinander fortgepflanzt und es war also nur noch ein Bruchteil, ein gewisser Prozentsatz des ursprünglichen Genoms oder Genpools war noch da und die haben sich dann fortgepflanzt. Und deswegen sind die Tiere, die wir heute haben, eben genetisch ausgedünnte Nachfahren einer viel genetisch variableren Vorfahrenpopulation. Und weil sie genetisch flexibler waren, gab es natürlich auch Arten, Großprimatenarten, die sich ein bisschen länger als die heutigen Schimpansen auf die Hinterbeine heben konnten. Wir wissen, ein Schimpanse kann ein bisschen laufen und geht dann sehr schnell wieder auf die Vorderbeine. Aber kann zwischendurch auf den Hinterbeinen laufen. Am besten können es die Bonobos, weil die haben lange Arme. So, die haben so Balancestangen, deswegen können sie länger auf den Hinterbeinen sein. Also wir finden ausgestorbene Großprimatenformen, die ein bisschen andere Hüftkonstruktion haben, die einfach nur ein bisschen längeres Hinterbeinlaufen zuließen. Und wir sagen dann sofort, aha, das ist ein Menschenvorfahre. Australopithecus zum Beispiel. Aber das,
der Begriff heißt ja Südaffe. Man nennt ihn ja echt Affe, weil es war ein Affe. Aber weil man an diese Theorie glaubt, er war zwar ein Affe, aber schon auf dem Weg zum Menschen. Weil er hat sich auf die besser auf die Hinterbeine heben können als die heutigen Affen. Also das macht ihn zum Menschenvorfahr. Aber ein Mensch in allem Respekt ist mehr als nur ein Affe, der auf den Hinterbeinen gehen kann. Da muss noch viel mehr dazu kommen. Die ganze Hirnveränderung, Sprachstruktur, werden Kehlkopf studiert. Ich habe mal eine anthroposophische, die Anthroposophen haben ein bisschen ein Auge dafür, eine anthroposophische Abhandlung gesehen über den Kehlkopf des Menschen. Das ist so ein Wunderwerk, dass wir singen können, Kopfstimme haben, reden können, artikulieren können. Und wie sich der Fuß verändern muss, damit wir... Und das ist eine ganz andere Konstruktion. Natürlich 98% gleiche Gene, das heißt aber nicht, dass es eine Abstammung gibt, da drin gehe ich ganz klar auf. Wir können den Befund der Genetik mit einem ganzheitlichen Verständnis viel besser erklären als mit Abstammung. Aber das würde jetzt zu weit führen, das behaupte ich jetzt einfach mal und kann man hier nachlesen. Also mit anderen Worten, wir haben ausgestorbene Affenvorfahren, die als Menschenvorfahren deklariert werden, und wir haben ausgestorbene Menschen. Und oh Wunder, auch früher war die Vielzahl der Menschen größer als heute. Heute gibt es nur noch Homo sapiens. Der Homo sapiens hat irgendwie das Rennen gemacht. Da gab es aber viele andere, Homo neanderthalensis, Homo denisova, Homo florensis, Homo unbekannt, wo man nur noch indirekt im Genom was findet. Da ist zum Beispiel Washington Post 2012, Neanderthal Type Species once roamed Africa, DNA shows. Also die DNS zeigt, wenn man von heutigen Afrikanern die DNS untersucht, da sind DNS-Elemente drin, die wir auf heute keine bekannte Menschenform zurückführen können. Das heißt also, man sagt, vor 10, 20, 30.000 Jahren, wann immer, war da noch ein anderer Mensch in Afrika, der sich mit dem Homo sapiens gepaart hat, der nicht mehr vorhanden ist. Wir finden ihn nur noch indirekt durch die Gene, die er hinterlassen hat. Ein Neandertal-ähnlicher Typ, also kein Neandertaler, aber ein Neandertal-ähnlicher Typ. Also aber das ist nicht Homo sapiens, ein anderer. Sex with other human species might have been secret of Homo sapiens' success. Scientific American, also Geschlechtsverkehr mit anderen Menschenspezies, war möglicherweise der Erfolg des Homo sapiens, dass er sich so durchgesetzt hat, weil er sich mit verschiedenen anderen Menschentypen gekreuzt hat, sage ich mal, gepaart hat, hat er ein flexibleres Genom entwickelt. Die aber eigentlich müssen gegenseitig gewesen sein, aber die anderen Menschen sind verschwunden. Aber da waren andere, other human species, andere menschliche Spezies, die nicht Homo sapiens war, aber trotzdem Mensch, und offensichtlich haben die sich verstanden und auch konnten miteinander reden. Der Homo sapiens konnte ja reden. Wir gehen jetzt nicht von diesen primitiven Affenprojektionen aus. Oder mystery humans spiced up ancient sex lives in nature. Der mystery Menschen haben das Sexleben unserer Vorfahren aufgepeppt. Also nicht immer nur mit dem langweiligen Homo sapiens, sondern auch mal ein bisschen Vielfalt und so. Das war das aufgepeppte Leben unserer Vorfahren. Aber damit meine ich jetzt einfach, es gab eine viel größere Vielfalt von Homotypen als heute. Es ist nicht nur Homo sapiens ist der Beste und der Volksschütze, alle anderen waren primitiv. Die waren alle gleich schlau und gleich fortgeschritten, gleich menschlich, aber andere Menschentypen. Und die haben sich mehr unterschieden als ein Europäer von einem Asiaten, zum Beispiel. Wir sind ja alles Homo sapiens. Und trotzdem gab es dies. Und dann gab es auch hier den Flaschenhals, die anderen sind verschwunden und nur noch Homo sapiens hat überlebt. Aber auch wir sind ausgedünnte Nachkommen der viel genreicheren Vorfahren der Menschen. Das ist gerade das Gegenteil von Evolution. Am Anfang war die größte Vielfalt und die ist dann ausgedünnt und sortiert oder vielleicht auch durch Katastrophen verringert worden. Wo kommt die größte Vielfalt am Anfang her? Eigentlich müsste am Anfang nur einzelne mutierte Großprimaten sein, die zufällig denken können und so und in die Welt gucken, weil sie haben zufällig ein größeres Hirn bekommen. Huch, was passiert mir? Oder? Also
Mami sind nicht so wie ich. Was ist an mir? Oh, keiner versteht mich. Und so, weil man ist allein. Also es wären nur ganz einzelne Exemplare. Aber nein, wenn wir die Fossilien anschauen, sehen wir, am Anfang haben wir eine Riesenvielfalt von Tieren, Pflanzen, Menschen. Und das wurde dann reduziert. Wo kommt die Vielfalt her? Nicht durch zufällige Mutationen von Vorfahren, sondern irgendwie anders. Da brauchen wir andere Erklärungsmodelle. Völlig andere Erklärungsmodelle. Also diese Ansicht hier. Ah ja, jetzt habe ich es vergessen. Eben die viel größere Anzahl von Großprimaten. Und das sind die Vorfahren der Menschen. Lucy, die berühmte Lucy, ist so klein. Wenn man die Lucy an den Händen hochnimmt, ist sie wie ein heutiger Schimpanse. Nicht mal größer. Aber man sagt, Lucy ist ein Vorfahre. Irgendjemand muss ein Vorfahre gewesen sein, also sei es du bitte. Ja? Dabei ist einfach ein ausgestorbener Großprimat. So sehen die aus, sehen aus wie Affen, heißen auch heute noch Affen und waren Affen. Und waren auch sehr klein. Das ist Lucy, das ist der Schädel von Lucy und das ist der Entdecker, Donald Johansen. Auch ein Foto aus Wikipedia. So, da sieht man, das ist ein großer Unterschied. Aber wenn du als Anthropologe einen ausgestorbenen Affen entdeckst, sagen alle, ach gern ein ausgestorbener Affe. Wenn du sagst, ist ein ausgestorbener Affe, aber ein Hominide, ein Menschenvorfahre, Sensation, Sensation. Dann, ja, also es hat sehr viel auch ja, mit Selbstbeweihräucherung zu tun und wir bestätigen uns gegenseitig die Theorie. Deswegen, aufgrund des darwinistischen Paradigmas werden archaische Großprimaten als menschenähnlich und archaische Menschen als affenähnlich dargestellt. Die Menschen, die frühen Menschen müssen möglichst affenähnlich ausgesehen haben, so, und die Affen möglichst schon Richtung Mensch. Und da, so entstehen diese Fantasiefiguren da dazwischen. Die ist aber so nie gegeben, es gab Affen und es gab Menschen. Ja, eben, so habe ich dieses Buch geschrieben. Eine Kritik stammte Mensch vom ein Buch über Evolutionstheorie, einfach ein kritisches, aber man kann auch kritisch über die Evolutionstheorie schreiben. Da gehe ich nochmal zurück. So. Und ich habe das Buch auch einem Lektor zu lesen gegeben, einem Biologielehrer hier in Deutschland, der Mittelschule, also hat Biologie an der Universität studiert und ist heute Mittelschullehrer und ist auch kritisch, deswegen kennen wir uns ja. Und ich habe gesehen, du hast das alles gelesen, du hast Biologie studiert an der Universität, liest mein Buch durch, habe ich da irgendwelche Fehler? Hat mir ein paar gute Sachen gesagt, aber der Gesamteindruck war, hat er gesagt, ich wusste ja, dass es nicht stimmt, aber dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. So, also ich hoffe, dass da eine Diskussion angeregt wird zum Wohl der Menschen. Es geht um eine Menschheitsgeschichte jenseits von Darwinismus und Kreationismus. Warum gibt es den Menschen? Was ist der Mensch? Der Mensch ist nicht einfach nur ein Bioroboter, der jetzt durch transhumanistische Entwicklung mit der Technologie kompatibel gemacht werden muss, mit implantierten Chips und implantierten weiß nicht was. Weil heute heißt es, der Mensch ist ein, wir sind alles nur Bioroboter, jedes Tier ist ein Bioroboter, wir sind auch. Und heute heißt es, bisher waren wir in unserer Evolution zufälligen Mutationen ausgeliefert. Heute sind wir zum ersten Mal so weit, dass wir die Evolution selber in die Hand nehmen können durch Technologie und Genetik. Ja. Und Transhumanismus, vor 2-3 Wochen gab es doch, habt ihr den Fokus gesehen? Fokus, wir haben da vorhin vom Sexlife gesprochen, da gab es doch dieses Fokus-Titelbild, die Frau mit dem Robotermann. Die Zukunft unserer, wie man das dann hieß. Also in Zukunft werden wir mit idealen Menschenmaschinen Sex haben, weil das ist egal, dann kannst du dich abreagieren, musst nicht immer blöde Gefühle Rücksicht nehmen und so. Wenn der Roboter blöd tut, stellst du ihn ab, oder? Morgen stellst du ihn wieder an, da hat er alles vergessen und so. Oder? Und das ist dann praktisch. Transhumanismus, das ist die Dekadenz und Entartung des Menschen. Ja, aber das ist das dafür, dass wir mit Milliarden von Forschungsgeldern gefördert. Und für anderes hat man gar kein Geld. Also man sieht die Prioritäten, das ist Ausdruck dieses Weltbildes. Und es ist sehr wichtig, dass wir da dieses tiefe Verstehen, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, ihr seid Lichtwesen, der Mensch ist ein multidimensionales Wesen, der Mensch ist nicht
durch eine Mutation von Affen entstanden. Die Tiere sind nicht durch irgendwelche zufällige Materiekombinationen entstanden, sondern hinter allem sind die höherdimensionalen Welten. Und der Mensch mit einem Satz, Darwinismus sagt, der Mensch ist ein mutierter Großprimat. Und das ganzheitliche Verständnis sagt, der Mensch entstand, die ersten Menschen entstanden durch eine Materialisation von Lichtwesen aus den höheren Dimensionen. Das ist das Urwissen der Menschheit. Das finden wir in allen Mysterientraditionen, in mythische und symbolische Bilder verpackt. Aber wenn wir es logisch rückübersetzen, kommen wir zu dieser Erkenntnis. Adam Kadmon im Hebräischen, Adam Rishon, der Urmensch in höheren Dimensionen, Adam Kadmon, Adam Rishon, der materialisierte irdische Mensch. Diese Information ist alles da. Aber das ist ein neues Thema, haben wir auch heute schon darüber gesprochen in den Interviews, die wir dann auch auf Novisa sehen kann. Aber es ist wirklich mein Appell und ich hoffe, dass auch gerade in der jungen Generation Studenten auf ihre innere Stimme und auf ihre Intuition hören und sich nicht einfach nur dem Materialismus verschreiben, sondern selber anfangen zu denken, auf ihre Intuition zu hören und sich an das erinnern, was sie wussten, bevor sie hierher kamen. Und das ist die große Hoffnung, dass diejenigen, die mutig sind und an die Universität gingen, ich bin vorher ausgestiegen, habe gesagt, wenn ich da drin bin, werde ich so sehr beeinflusst, dass ich meinen Lebensweg verpasse. Das war auch nicht mein Weg, für viele andere ist es, dass wir hier eine sachliche Diskussion entwickeln können und wirklich sehen, wir müssen Fortschritt machen. Fortschritt machen, wie vorwärts machen. Wir können nicht pedantisch, dogmatisch, absurd auf einem Materialismus festhalten, nur weil es unserer Ideologie entspricht oder unserem Ego. Die Welt ist heute so am Abgrund, die Menschheit mit diesem Bewusstsein oder dem anderen, Monotheismus, Atheismus, religiöser Fanatismus oder Materialismus, die Absurdität ist auf beiden etwa ähnlich und die Gefahr, das Potenzial auf beiden Seiten ähnlich. Wir müssen über diese Einseitigkeit und Spaltungen hinausgehen. Und das ist eine ganz wichtige Frage, wer ist der Mensch? Und ich denke, nur schon diese paar kritischen Anmerkungen zeigen, dass die Diskussion längst nicht abgeschlossen ist, dass die Evolutionstheorie überhaupt nicht bewiesen ist, wie uns immer behauptet wird, sondern dass sie eigentlich absurd und unsinnig ist und dass wir es uns nicht mehr erlauben können, die geistige Welt auszugrenzen und zu verleugnen. Wir sind eingeladen, mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten. Tun wir das sowieso, aber meistens nur unbewusst. Da ist noch viel Potenzial da. Wir könnten bewusst mit der geistigen Welt zusammenarbeiten. Dann können auch innerhalb von kürzester Zeit wundersame Veränderungen hier in der Welt passieren. Sogar auf wirtschaftlicher, politischer Ebene können Wunder passieren. Sehr schnell. Wenn wir unser Bewusstsein eröffnen. Deswegen ist wichtig, dass wir diese fortschrittsfeindlichen Ideologien, wie Pseudowissenschaft, jetzt nenne ich mal umgekehrt, sonst bin ich der Pseudowissenschaftler, immer aus Ihrer Sicht, diese materialistische Wissenschaft ist eine Pseudowissenschaft, die fortschrittsfeindlich ist. Dass wir diese fortschrittsfeindliche Voreingenommenheit aufgeben und wirklich neu beginnen und einfach quasi heute muss die Aufklärung erst richtig beginnen. Die wirkliche Aufklärung steht noch bevor. Enlightenment. Auf Englisch, oder? Das Zeitalter der Aufklärung führt uns zu einem ganzheitlichen Verständnis, zu neuen Technologien, zu neuem Umgang mit Technik, mit Energien und so weiter. Wir können ganz anders umgehen als destruktiv, so wie wir es heute tun. Und an den Früchten kann man es erkennen: Eine Wissenschaft, die so destruktiv ist, hat nicht das Wesen des Lebens erkannt. Und das Gute, was die Technik heute hat, sie hat auch viel Gutes, das könnten wir auch erreichen und noch viel besser mit einem nicht-materialistischen Weltbild. Da hätten wir die Komplementärmedizin, die vieles auffängt, was die einseitige Medizin kaputt macht und so weiter. Also wir könnten von überall das Beste nehmen. So, eben da tut sich etwas ganz Neues auf. Also da sind wir wirklich erst am Anfang. Und so habe ich mir heute Abend vorgenommen, ich will vielleicht auf diesem langweiligen, aber ein bisschen theoretischen, evolutionstheoretischen Punkt herumreiten, um das mal auszuformulieren, damit die Diskussion aus dem Kampf Darwinismus, Kreationismus herausgenommen wird auf eine hoffentlich vernünftige Ebene, wo es wirklich um Fortschritt und wahre Erkenntnis geht und nicht um Ideologie, weder im Namen von Religion noch im Namen von säkularer Macht ansprechen.
Das war das Anliegen dieses Vortrags. Vielen Dank fürs Ausharren und Zuhören. Danke. Ja.